Der Besuch in Holland führt nach Den Haag. Der Campingplatz Ockenburg liegt im Westen, am Stadtrand von Den Haag, direkt am Meer. Man kommt sich etwas verloren vor, auf dem riesigen, fast 500.000 Quadratmeter großen Platz. Um diese Jahreszeit ist kaum Betrieb hier. In der Hochsaison herrscht hier Massenbetrieb. Damit man seinen Standplatz wiederfindet, gibt es an der Anmeldung eine Übersichtskarte des Platzes. Den Platz durchziehen Straßen, Einbahnstraßen und Fußwege. Es ist noch recht kalt und es weht ein kräftiger Wind. Am Strand findet man keine Menschenseele. Ein Abstecher führt nach Madurodam. Madurodam stellt die naturgetreue Wiedergabe einer durchschnittlichen Stadt und ihrer Umgebung der Niederlande dar. Der Maßstab ist 1 zu 25. Auf der Wanderung durch Madurodam geht man wie Gulliver durch Lilliput. Madurodam ist in vieler Hinsicht einzig in der Welt. Gewiss auch darin, dass es eine königliche Bürgermeisterin hat. Ihre Majestät, Königin Juliana, hat erlaubt, dass ihre Tochter, Prinzessin Beatrix, das Bürgermeisteramt von Madurodam übernahm. Am 2. Juli 1952, der Tag, an dem sie die offizielle Eröffnung vornahm, wurde sie als Bürgermeisterin eingesetzt.
Madurodams Stadtrat besteht aus 30 Jungen und Mädchen, die jedes Jahr aus der Schuljugend Den Haags gewählt werden. Aus und von diesem Rat werden der stellvertretende Bürgermeister und die Stadtabgeordneten gewählt. Sie alle haben die Aufgabe, während der Ferien dem Direktor bei der Ausführung seines Amtes zu helfen. Mehr als 22 Millionen Besucher kamen bisher nach Madurodam. Am Abend ist hier alles beleuchtet und wunderschön anzusehen. Nur ein paar Kilometer entfernt von Den Haag liegt Scheveningen. Es ist ein bekanntes Nordseebad in Holland. Von der 400 Meter in das Meer hineinragenden Seebrücke hat man einen wundervollen Überblick über die Küste. Auch hier ist alles wie ausgestorben.
Lange kann man hier nicht ausharren, es ist sehr kalt und ungemütlich und sehr stürmisch. Der größte Frühlingsblumenpark der Welt besteht schon länger als 25 Jahre. Die verblüffende Fachkenntnis der niederländischen Blumenzwiebelkünstler ist für Menschen aller Nationalitäten spannend und wirkt jedes Jahr stärker. Wenn in einer Periode von 7 Wochen mehr als 800.000 Besucher den Park aufsuchen, muss er wohl etwas Besonderes sein. Er ist ein prächtiger Park, bereits im 15. Jahrhundert ein Lustgarten der Baronin Jacobae von Bayern. Sie suchte darin Trost für ihren vielfachen Liebeskummer. Sie fand dort auch die Kräuter und Gemüse für ihre adlige Küche. Daher rührt auch der Name Keukenhof, Küchengarten. Der Keukenhof spricht eine Sprache, die jeder versteht, mit mehr als 6 Millionen Blumen im Freien und in Gewächshäusern. Eine Sinfonie von Düften und Farben, zeitlos am Anfang eines jeden neuen Frühlings, um ganz still zu werden in dieser unruhigen Welt. Daher hört man auch an vollbesuchten Tagen die Menschen beinahe nicht.